Guten Morgen. Wie ihr hört, regnet es draußen oder ihr hört es nicht. Aber es hat jetzt die letzten 2 Tage geregnet und deswegen verlassen wir jetzt Luang Prabang und fahren mit dem öffentlichen Bus entweder in den Norden oder in den Süden. Wir wissen es noch nicht genau. Wir werden das ganz spontan an der Bushaltestelle entscheiden. Ich weiß jetzt gar nicht, warum meine Stimme so schlecht ist. Bis gleich. Was late again. We tried the roots, froze the shoes, killed the flowers. Wir sitzen jetzt im Bus und wir hatten noch ganz genau 5 Minuten, um uns zu entscheiden, wo wir hinfahren. Dann hatten wir uns entschieden und dann meinte der Verkäufer, der Busticketverkäufer zu uns, ja, die Fahrt dauert 10 Stunden für 300 Kilometer. Das ist doch mal was, oder? Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Ticket gekauft. Das war auch teuer, richtig teuer. Wir haben 140.000 Kip pro Person bezahlt. Wir wissen nicht mal, ob wir anhalten. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Wir haben jetzt noch eine Handvoll Kekse uns noch schnell gekauft. Aber der Bus sieht ganz schön aus. Will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays, nature. Gerade eben angekommen. Es waren nur 8 oder 9 Stunden Busfahrt und es hat sich angefühlt, als wenn er mit 100 gefahren wäre, aber es war halt nur 30 und die ganze Zeit Serpentin hin und her. Mir wurde wieder total schlecht. Und der hat uns irgendwo rausgelassen, an der Bushaltestelle, an der Hauptstraße. Wir haben uns erstmal das erstbeste Gästehaus angeguckt und gucken jetzt aber weiter. Und die Leute hier vor der Tür, die dort. Die fischen und die fangen die Fische mit der Hand und schmeißen die dann aufs Feld und das war's auch schon. Voll geil, noch nie gesehen. You held on to my hand like a vice. You turn the screw, turn them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current fights the quickest way. Guten Morgen aus Phiang Tong. Wir haben es gestern einfach nicht mehr geschafft, die Kamera rauszuholen, weil wir fix und fertig waren von dieser Überfahrt. Der Ort hat hier aber auch nicht viel zu bieten, als dass man ihn zeigen könnte. Wir marschieren heute zu den heißen Quellen und ich probiere mal was zu filmen, weil ich gerade sehe, dass der Akku alle ist und der Zweitakku auch alle ist, weil die an war, die Kamera im Rucksack. Mal gucken, wie lange es reicht. Bis gleich! Burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin. Let the river in. Nature plays. Nature. Wir sind angekommen an den heißen Quellen und ich hoffe, ihr seht das, wie mystisch das aussieht mit dem Dampf, mit dem Nebel, der da aufsteigt. Bin gerade total geflasht.
wir haben jetzt einfach mal das Becken gewechselt, weil der, bei dem anderen hat es einfach zu lange gedauert, bis es voll gewesen ist. Und hier schon fast voll. Und die Sonne ist rausgekommen. Man hört die Zikaden im Hintergrund. Ja, und auf jeden Fall ist das Wasser so warm, dass man anfängt zu schwitzen. Also es kühlt auch nicht ab durch die Steine oder so. Das ist ein Naturschauspiel, Naturphänomen. Highlight. Richtig schön. Ja. Und die Leute da hinten, dort, waschen sich halt auch mit diesem Quellwasser. Die waschen ihre Klamotten, waschen ihr Auto, so wie der da jetzt gerade. Ja, das ist cool. Und wir haben jetzt 10.000 Kip pro Person bezahlt. Das sind ungefähr 1,10 Euro. Jo. Und können es jetzt hier genießen. Und danach, unweit von hier entfernt, ist irgendwie noch irgendwelche Kriegsgräben von dem Indochina-Krieg. Und 5 Kilometer entfernt sind noch Wasserfälle, die auch noch ganz cool sein sollen. Ich glaube, da werden wir es aber heute nicht mehr hinschaffen. Und morgen geht es dann schon weiter für uns. Nature.